Coswiger Infokanal. Ich schau K3. Der in Coswig bestens bekannte Pfarrer Schuster wird in absehbarer Zeit in den wohlverdienten Ruhestand wechseln. Der 22. September stand nicht nur im Zeichen der Bundestagswahl, sondern hatte für die Coswiger einen besonders gewidmeten Gottesdienst zu bieten. Bevor Pfarrer Schuster nach über 13 Jahren der Seelsorge in der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde zu Coswig ein letztes Mal offiziell seine Kanzel besteigen würde, ließ er sich ein wenig hinter die Fassade blicken. Mir geht es so, als hätte ich ein weinendes und ein lachendes Auge. Ich fange mit dem lachenden Auge an, das lachende Auge darüber, Ruhestand wird schön sein, denke ich mir, obwohl ich von Rentnern immer wieder höre, die haben keine Zeit. Und das weinende Auge, wegen all derer, die ich kennen und schätzen und lieben gelernt habe, wegen der Vertrautheit, der Gemeinschaft in der Kirchgemeinde, das ist das weinende Auge. Ich habe das jetzt auch bewusst als zweites gesagt, weil das kann schon sein, dass es heute ein wenig auch traurig ein Stück wird. Wer weit mehr als ein ganzes Jahrzehnt ein Amt bekleidet, hat natürlich auch viel in dieser recht langen Zeit erleben dürfen. Also mir ist sehr im Gedächtnis so geblieben, 2001, die Einweihung des Gemeindezentrums, das war ein ganz großer Tag. Und dann 2003, da hatten wir das 100-jährige Jubiläum hier der neuen Peter-Pauls-Kirche. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die alte Kirche, den Kirchturm erneuert und auch der ist noch 2003 eingeweiht worden. Und dann gab es auch noch einen Rundfunkgottesdienst. Na, das war aufregend. Aber das, sowas bleibt, die Eindrücke. Bei diesem letzten Gottesdienst, einschließlich der Abschlusspredigt, den Pfarrer Schuster in seiner Kirche halten durfte, hatten sich Wegbegleiter, Freunde und Gläubige der ganzen Stadt eingefunden. Während dieses zweistündigen Gottesdienstes in der Peter-Pauls-Kirche gab es ganz persönliche Gebete und sehr viel Musik. Zur Aufgabe von Superintendent Stempel aus Meißen hatte es dann gehört, Pfarrer Schuster und auch seine Frau als ehrenamtliche Pfarrerin von ihrem Dienst in der Kirchgemeinde zu entpflichten. Danach folgte eine ganze Reihe von Grußworten, verbunden mit vielen Geschenken, unter anderem von Pfarrer Quentin. In einer relativ kurzen Rede würdigte Coswigs Oberbürgermeister Frank Neupold abschließend die Tätigkeit von Pfarrer Schuster. Nun ist er also Rentner oder doch noch nicht so ganz? Um ehrlich zu sein, ich habe im Pfarramt noch das eine oder andere zu räumen. Ich habe ja auch noch eine Menge Resturlaub jetzt. Mein Ruhestand beginnt eigentlich erst am 1.11. Bis dahin habe ich also Zeit. Ich werde mich morgen und übermorgen auf jeden Fall erstmal von all dem Schönen und Aufregenden und Bewegenden der Verabschiedung erholen. Und dann habe ich mir vorgenommen, mal nicht nur Zeit zu haben, sondern auch die Zeit zu nutzen, im Garten zum Beispiel. Ja, das macht mir Spaß. Abgerundet wurde dieser denkwürdige 22. September im evangelischen Gemeindezentrum mit einer Grußstunde. Am 6. Oktober wird sich in einer Gemeindefragestunde ein Bewerber für das frei gewordene Amt des hiesigen Pfarrers vorstellen.